Der Block stört nicht nur direkt den gegnerischen Angriff, er unterstützt auch euren Spielpartner oder eure Partnerin in der Abwehr. Und um einen erfolgreichen Block auszuführen, sollte eure Aktionshöhe schon deutlich oberhalb der Netzkante liegen. Nach der gegnerischen Annahme oder Abwehr bewegt ihr euch in Richtung Netz zur wahrscheinlichen Position des gegnerischen Angriffs. In der Ausgangsstellung zum Block stehen eure Füße parallel, die Beine sind leicht gebeugt, die Arme angewinkelt, das ist der optimale Abstand zum Netz. Die Hände sind aufgefächert, die Finger sind unter Spannung. Wenn sich der Ball der Netzkante nähert, korrigiert ihr bei Bedarf eure Position und geht tief in die Hocke. Dann springt ihr maximal aus und schiebt eure Hände mit festen Fingern über das Netz. Verhindert Netzfehler, indem ihr nach oben statt nach vorne springt und zieht eure Hände rechtzeitig entlang der Netzkante zurück. Spieltaktisch gibt es unterschiedliche Blockvarianten. Einer davon ist der Linienblock. Dieser wird mit gestrecktem Zeigefinger aufgezeigt. Beim Linienblock positioniert ihr die innere Hand vor den Ball. Die Hand nahe der Seitenlinie dreht sich in Richtung Feld. Das war die Basisblockvariante. Wenn ihr andere Blockvarianten kennenlernen und ausprobieren wollt, kommt zu uns in die Beachcamps.